So, Panorama haben wir. Da oben ist eine Metallblume, die wollen wir auch noch eben mitnehmen. Und dann können wir uns hier auch erstmal wieder verziehen aus der Region. Und weitermachen mit der nächsten Nebenmission. Ach ja, ach ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ob wir jemals nochmal so ein Spiel kriegen? Es war auch das erste Mal mit so einer krassen Story und... Also wenn wir das Spiel durchhaben, wenn wir die 100% haben, werde ich am Ende nochmal ein kleines Fazit-Video zu diesem Spiel machen. Auch für die Leute, die das... Oh Gott, bitte nicht sterben. Auch für die Leute, die das Let's Play nicht geguckt haben. Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich habe ich jetzt das Spiel gebuggt, oder? Hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier wegporten, sonst hängen wir hier fest. Beziehungsweise jetzt hänge ich endgültig fest. Okay, also wie gesagt, ich plane so ein kleines Fazit-Video zu machen zu dem Spiel, wenn ich durch bin. Ohne Spoiler, auch für die Leute, die das Let's Play oder das Spiel noch nicht kennen oder geguckt haben, denen zu vermitteln, warum das Spiel für mich ganz besonders ist. Und ja, also das ist wirklich für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe und vielleicht sogar das Beste. Also storytechnisch das Beste, glaube ich, und gameplay-technisch ist es auch gut gemacht, aber halt nicht so herausragend, sondern das Gameplay an sich kennt man natürlich schon von anderen Spielen, ja, so Far Cry oder sowas. Das ist jetzt nicht so das Herausragende von dem Spiel, sondern für mich ist das Herausragendste vor allem die Story. Und wie verliebt und detailliert und realistisch die erzählt ist. Ohne dass die Habichte uns auffressen. Oh nein! Oh, ich bin ins selbe Loch reingefallen. Och, komm Jungs, das müsst ihr mal fixen hier. Mann, das ist bescheuert. Ich hänge irgendwo in den Klippen, weißt du? Bin schon zweimal irgendwo reingefallen. Ich meine, da hinten ist ja so Stufen. Vielleicht kommen wir da irgendwie dahin, wo wir hinwollen, aber... Das ist vielleicht ein Gesuche hier für diese blöde Metallblume, die ich nur mal ganz kurz mitnehmen wollte. Ich meine, gut, ich kann das alles schön zusammenschneiden, deswegen ist das nicht so tragisch fürs Video, aber... Ich selber muss es natürlich trotzdem jetzt hier alles absuchen, ne? So, ich glaube aber, jetzt habe ich es gefunden. Und alles nur für so eine blöde Blume aus Metall. Da ist sie. Wir haben es geschafft. Okay. Metallblumen. Nummer 2D. Okay, das ist aus Set 2. Da haben wir noch nicht so viele. Durch seine Natur überragt er. Das Gewühl der Flüsse sagt nicht, er sei Schmutz. Aufgeschüttet. Unendlich der Nebel der Dämmerung, die Abendwolke. Sie malen ihren Schatten auf ihn. Aus den vier Richtungen kannst du hochschauen und ihn sehen. Grün und steil und wild. Ja gut, aus den Texten der Metallblumen werde ich nicht klug werden, aber wir haben sie zumindest bekommen. Warum nicht? Und zwar geht es jetzt ganz in der Nähe weiter, nämlich mit der Mission, die wir eben angenommen haben. Begib dich zu den drei toten Bäumen. So, mal gucken, ob wir ihn finden, den Kollegen. Dann werden wir eben auf der Karte die Quest mal markieren. Die drei toten Bäume, da wollen wir hin. Ich sehe sie schon, die drei toten Bäume. Das ist anscheinend das Versteck, wo sich Urfit versteckt. Drei tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthet hier... Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Genau, der hat sich ja angeblich am Grünsteig versteckt, um seine Verfolger abwehren zu können. Wir werden sehen. Auch hier waren wir zum Beispiel noch nie, glaube ich. Auch wieder neue Teile der Karte. Also klar, wir haben das Lagerfeuer schon mal aufgedeckt, aber hier, wo wir jetzt hinlaufen, waren wir zum Beispiel noch nie. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Na gut, wir gehen zur Spitze des Grünsteigs. Mal sehen, ob wir Uthet finden. Also auf Deutsch ein schwieriger Name. So, jetzt müssen wir hier rüber. Hier können wir weiter hoch. Es geht hier wirklich auf die höchsten Wipfel. So, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind fast da, wo wir hinwollen. Meine Güte, wo versteckt er sich denn hier oben in den Bergen, der Kollege? Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Okay, der hat hier also gegessen. Das ist ja auch schön und gut. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Okay, wo ist er hingegangen? Vor allem, wir verfolgen ihn, um ihn zu retten. Ich meine, vielleicht kann er sich auch selber ganz gut helfen. Und braucht gar nicht uns, die wir ihn verfolgen. Naja, ungewollte Hilfe. Wo sind wir denn hier unterwegs? Hier waren wir doch noch nie. Nee, hier waren wir tatsächlich noch nie. Da ist die Brutstätte gewesen, Zeta. Aber wir sind jetzt hier irgendwo in den höchsten Bergen hinter dem...
Ja, fast am Ende der Karte quasi. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Ja, okay, er hat gejagt und dann noch eine tote Maschine. Alles Nützliche wurde entfernt. Ein Graser. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Greifen die uns jetzt an? Ja, natürlich. Auf der Suche nach Esper. Immer wenn es Probleme gibt, sind Grauhabichte beteiligt. Das wissen wir doch schon. Das ist doch schon altes geschriebenes Gesetz. Ungeschriebenes Gesetz. Grauhabichte sind immer da, wo es Probleme gibt. Und weg mit dem Kollegen. Ach, das ist schon praktisch mit dem Hochspringen. Hochspringen und Zeitraffer kriegen, das ist schon ziemlich geil. Das erspart einem diese ganze Zeit, wo man immer auf Zeitraffer warten muss. Zeitlupe warten muss. Nicht Zeitraffer. Zeitraffer wäre auch lustig. So, jetzt nur noch den einen und dann haben wir's. Grauhabichte sind für uns ja keine Herausforderung. Okay, zurück zu Uthet. Sag ich ja. Wohin ist er von hier aus gegangen? So, der ist hier weitergegangen. Okay, wir folgen der Spur. Ich sag ja, Grauhabichte sind immer da, wo es Probleme gibt. Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Der hat ja richtig viel gejagt. Wächter, Verwüster. Immer schön oben auf dem Pfad bleiben. Der ist nämlich nicht so ganz breit. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden. Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Okay. Wir können mit ihm reden. Dann tun wir das. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ob er wirklich unschuldig ist, was er herausgefunden hat, dass die ihn jagen. Oder dass sie ihn das brauche ich später noch. Einer solchen bösen Tat beschuldigen. Wir plündern erstmal seine Vorräte. Das finde ich immer das Lustigste, wenn wir irgendeine Mission für irgendwen machen und erstmal die privaten Vorräte des Questgebers plündern vor seinen Augen. Das ist irgendwie immer amüsant. So, komm. Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthet, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen.
Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killern. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Holen wir sie uns! Die Kikuk-Killer, die kennen wir doch. Erledige die Fremden. Okay, wir machen das. Wir haben ja unsere Allzweckwaffe Feuer dabei. Und die wirkt auch gegen die Kikuk. Ja, sieht gut aus. Bisschen weite Distanz, aber es funktioniert. Guck mal, zwei mit einem Streich. Zwei auf einen Streich. Jetzt liegt das an euch. Die jaulen wie so kleine Welpen. Oh, so, da oben. Kommen noch mehr. So, auch ausgeschaltet. Noch mehr, reicht das noch nicht? Gott, das sind aber viele. So, schöner Triple mit Feuer. Ach, herrlich, Mann. Feuer ist super, ich sag's euch. Ich liebe meine Feuerkugeln. So, Treffer, okay. Ach, auch das tot. Waren nicht die letzten. Komm mit, ich habe oben noch Vorräte. Immer noch nicht die letzten. Kommen da wirklich noch mehr? Oh Gott. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. So, was sollen wir machen? Einstecken, was wir können. Vorräte sammeln. Okay, ja gut. Warum denn? Weil gleich noch mehr Truppen kommen oder was? Sieht ja ganz so aus, als wäre hier noch mehr Kampf. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Ach du Scheiße, Bah, was ist persönlich hier? Die Mission wird gerade noch richtig interessant. Okay, aber wir haben hier ja eine Spezialwaffe, einen Scheibenwerfer. Dann nehmen wir doch den mal und kümmern uns um die Gegner. Auf die Distanz gar nicht so leicht, aber man kann treffen mit dem Ding. Ein Todbringergewehr wäre mir lieber gewesen. Vorsicht, links! Aber meine Meister fangen jetzt erst an. Los, Jungs! Okay, jetzt kommen noch mehr. Was ist denn das für eine Mission, Leute? Wahrscheinlich habe ich es jetzt ein bisschen zu viel früh benutzt. Ich denke, wir brauchen das gleich noch für starke Gegner eigentlich. Aber ist egal. Wir kommen schon klar. Alles, was feindlich ist, wird ausgeschaltet. Das passt auch übrigens, also rollenplay-technisch passt das auch zu uns, dass wir mit Feuer kämpfen. Denn wir haben ja auch die Feuerrüstung an. Das passt schon. So, das geht doch direkt viel besser. Also Feuer ist schon gut, aber auf so eine Distanz ist es mit einem Scharfschussbogen ein bisschen bequemer. Können wir denn gleich noch Bahavas bekämpfen? Das würde ja dann noch richtig interessant werden hier. Odons Meister kennen wir ja auch. Den haben wir auch im Sonnenfall getroffen, Odund. Und er kam auch. Die Kikuk-Killer kamen, die haben wir auch kennengelernt. Und Odund und seine Männer kamen auch. Die wollten alle das Kopfgeld haben. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Natürlich. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Na gut, dann kümmern wir uns auch noch um den höchsten Sonnenpriester-Typen. Bahavas, der ist uns eh ein bisschen unsympathisch, deswegen werden wir den einmal direkt entthronen.
Aber das wäre ja mega krass, wenn wir den jetzt töten können, weil der ist ja sozusagen der heimliche Herrscher auch in Sonnenfall, der Itamin ins Ohr flüstert, was er zu sagen hat. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Ah, jetzt kommen die richtig dicken Kollegen hier. Und schlechter. Skalpiert die Wilde. Helis hat Bock auf uns. Na gut. Also, ja gut. Dann wird das heute nochmal ein richtig dicker Kampf hier. Das hätte ich gar nicht gedacht. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Ach, ich liebe mein Feuer, Mann. Wir sind super im Kampf mit dem Feuer. Ich kann laufen, ich krieg keinen Schaden und die verbrennen. Lassen wir sie ab. Oh, die machen aber richtig Schaden, die Jungs. Die haben ja richtig Bock heute. Seid ihr gut drauf, habe ich gehört. So, der Kollege sollte sterben. Jawohl. Okay, gut, das war's schon. Wir können weiter. Ja, wir sind natürlich auch gut equipped inzwischen. Trotzdem waren das natürlich Bahavas beste Männer hier, ne? Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten.
Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Okay, Nebenquest abgeschlossen, Verräter Kopfgeld. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Ich schulde dir was, Jägerin. Das stimmt allerdings, mein Lieber. Ich setze mich noch einen Moment zu Bahavas. Der Tod steht ihm besser als seine Gewänder. Okay, das hat uns übrigens auch wieder gezeigt, dass diese Nebenmissionen hier in diesem Spiel doch manchmal länger sind, als man meint. Und dass man eben doch nicht genau wissen kann, wie lange wir noch brauchen. Manche Sachen sind sehr schnell erledigt, so wie das mit der Falle, in die wir gelockt wurden. Und andere Sachen ziehen sich dann doch ein bisschen länger. Und plötzlich stirbt dann noch Bahavas, der Sonnenkönig. Und man will Itamen aus Sonnenfall retten. Das ist doch eine... Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart, hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Und dann wird es doch nochmal plötzlich ganz interessant. Insofern machen wir jetzt hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall eine coole Nebenmission. Hört doch mal auf zu quatschen jetzt. Bei 85%. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Prozente sammeln, Sachen machen. Und ja, vielleicht geht es dann auch schon in Richtung Hauptmission. Ich würde mich freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Euer Walle. Bye, bye.